Hallo. Auf die Fackel. Wir sind zuletzt in Pokémon. Yo Leute, hier sind wir wieder mit dem dritten Part. Das ging jetzt gerade, also das war gerade wirklich still hier. Bis Anfang. Ja. Willkommen auch von mir zu dem dritten Part von Let's Play Pokémon. Und ja, Scarablade ist auch wieder mit dabei. Ja, natürlich bin ich mit dabei. Ich will jetzt erstmal Rocko fisten, Leute. Moment, jetzt muss ich erstmal das Fenster richten. Wir haben das Quatsch des Todes. Ja, ich habe den schon zum Glück so derbe poliert. Ja, ich hau's auch erstmal schnell Rocko weg. Ich hätte zwar noch im letzten Part am Schluss ganz locker machen können, aber ich meine, Cliffhanger sind eine feine Sache, von daher. Passt schon. Gibt's oh, ja auch jetzt habe ich wirklich die Running Shoes erhalten. Gibt's ja auch Arena-Leiter-Musik oder nicht? Ja, gibt's auf jeden Fall. Ja gut, bei mir gerade nicht, tut mir leid. Ich muss gucken, ob das jetzt ein allgemeines Problem ist oder ob das jetzt nur jetzt gerade das Problem ist. Lol, jetzt funktioniert's wirklich wieder, Alter. Ist ja... Ich sag's doch! Was zur Hölle, Alter? Mach jetzt hier keine Musik, das ist voll gay. Nein, wenn ich muss gleich mal kurz... Lol. ...das fixen. Alter, die Musik hier ist ja richtig geil geworden, Alter. Ja, ich sehe, wie geil sie geworden ist. Ja, also, Leute, ich meine jetzt hier in dem nächsten Gebiet, wo du ja dann reinkommst, wenn du die erste Arena geschafft hast, Richtung Azuria City, die Rüpel da oder diese Gören, Alter, die Musik ist jetzt richtig geil geworden. Ja, wir probieren bis zu erlernen, immer noch mit einem epischen Sound von genau gar nichts. Ah, oh, Mann, ich hasse sowas. Dead Grid. Ich frag mich jetzt mal ganz im Ernst, ob meine Soundqualität okay ist, aber ich schätze mal, das werde ich dann gleich eher rausfinden, wenn spätestens dann, wenn ich das Video render etc. pp. Leute, wir das jetzt die Randomizer, das hätte ich geweint. Warum? Apropos, das hätte ich gar nicht von der Omicron Randomizer das Slot. Schreibt in die Kommentare. Unsere Meinung zu Pokémon Omicron und Zeta. Ja, und das ich ist ein Thema. Also ich würde sagen, dass ich heute auf jeden Fall noch einen neuen, oder eher gesagt, ein neues halbes Projekt, sage ich mal, raushauen werde. Aber was mehr du meinst. Ja, ich weiß, du meinst. Ja, genau, aber mehr dazu. Alter, wie viel du aufnimmst heute? Hallo Schillok, ihr habt auch schon zwei Parts Diablo in Knochen. Also ja, so. Also ich würde muss heute auch noch ein paar Parts Omicron aufnehmen, aber Endgame ist nicht on. Ja, also ich schätze mal, heute wird auf jeden Fall noch der Pokémon-Mo-Part nach oben kommen auf YouTube. Hochgeladen werden. Ja, bei mir ist Part 2 noch nicht mal released, aber egal. Echt nicht? Nö, der kommt erst morgen. Lol. Okay. Auf jeden Fall konnte Part, also ihr seht den Part jetzt am Montag. Ich hoffe, ihr habt die Schule überlebt. Also ich sag's mal so, bei mir kommt am Montag. Ich weiß es nicht, ob ich Let's Bright heute oder noch morgen aufnehme. Wenn ich ehrlich bin, aber ich denke. Ich hab noch Pläne. Ja, aber jetzt wo ich erstmal, also ich habe jetzt momentan vier Projekte am Laufen. Let's Bright, Pokémon-MMO, Pokémon Mystery Dungeon und das vierte Projekt kommt ja jetzt noch. Und die sagt erstmal, you're pretty hot, but not as hot as Brock. Wer? Das sagt dieser Trainer in der Dingens. Ist das Trainer? Ja. Okay. Gay. Wir wollen das jetzt ja hier an der Stelle nicht verurteilen, also. Ich hab nichts gegen Schwule. Was ich auch nicht. Schwule? Ja, genau, Alter. Ist so. Ja. Du sagst immer I. Genau. Ist so. Ich sag mal I, wenn ich dich sehe. Dann ja, aber. Baby, nehmt das auf, lass es. Warum kommt hier keine Battle-Musik? Das ist ja ekelhaft. Ist bei euch auch so? Vielleicht ist dein Sound aus. Bei mir kommt die ganze Zeit Battle-Musik. Nein, Battle-Musik habe ich gar keine. Was ist denn das für ein Scheiß, Alter? Ich muss mal kurz im Menü bei Settings kurz was einstellen. Ich geh's auch mal hier kurz. Alles andere hat eine Musik, nur in den Kämpfen kommt keine. Moment, ganz kurz. Gib mir eine Sekunde. Bei mir hat alles eine Musik. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das hier laut ist. Vom Sound her an sich. Ich habe es schon runtergestellt beim Pegler. Also ich muss sagen, die Musik leckt ein klein wenig, also ist so ein klein wenig abgehackt, aber an sich schon gut gemacht.
Ich habe keine Battle-Musik, ich weiß nicht, woran es liegt, das ist mir jetzt aber egal. Tut mir Sicher leid, gegen Rocco. die Technik hat wieder was gegen mich, ich weiß nicht warum. Bin der einzige Mensch auf der Welt, der die Probleme hat, anscheinend immer. Das ist aber nichts Neues, das hab ich prinzipiell, ist es so, also daran werdet ihr auch auf meinem Kanal ganz schnell gewöhnen müssen. Vielleicht, du kannst ja dann jetzt vielleicht irgendwas Musik hinterlegen oder so. Ich hinterlege hier gar nichts, ist mir so scheißegal, ganz ehrlich. Was haltet ihr eigentlich von Pokémon Origin? Pokémon Origin, also du meinst hier den Anime? Ja. Also ich habe mir den angeguckt, der war ziemlich, also war kurz, muss ich wirklich sagen. Also ich glaube, das waren Ja, war es kurz. nicht, ja, das waren glaube ich nicht mehr als 16 Folgen oder so, oder Das waren kürzer. 4 Folgen. Oder 4, keine Ahnung. Auf jeden Fall war der scheiße kurz. Also das hat mich auch irgendwie ein klein wenig überrascht. Aber naja. So. Sorry Leute, ihr habt gesehen, ich kann es jetzt nicht ändern hier, das ist ja. Wir sind hier gerade auf dem Weg zum Mondberg und bekämpfen hier gerade ein paar Trainer. Bei mir stirbt einfach alles. Ich verliere gegen Rocco. Okay, Furienschlag ist auf jeden Fall wie So, bewegst du das bloß dein ein Kratzer. Onix. Sag Skype. Gratulation, das zweite Mal, dass du in dem Let's Play verkackst. Wer denn? Alex. Warum, was ist denn mit Alex? Gegen Rocco und gegen Ja, top, ich hab verloren. Blau. Ich Oh, verliere gegen Congrats. jeden. Welches Starter-Pokémon hast du genommen? Lumanda. Oh Gott, Alter, ist das peinlich. Ich hab mit Chiki einfach zweimal Aquaknarre und down. Metzler OP, sagst du? Metalclaw ist überhaupt nicht OP. Ja doch, Ja, klar. wir fangen uns erstmal unser nächstes Pokémon im Wenn du mit Moment. Feuer-Pokémon kämpfst, gegen Gesteins-Pokémon, da hilft's, wenn du eigentlich mit Metal Claw da durchrushst. Also ich meine, ich hatte vor dem ersten Orden, das war glaube ich, das war ja noch im zweiten Part, hatte ich glaube, entweder nach dem oder vor dem Ein Hut-Hut. Arena-Kampf gegen Brock, hatte ich Also ein. zur Höhle ist hier ein Hut-Hut. Warum hat hier einer ein Zwielicht, Alter? Ich frage mich, ob hier auch dieser berüchtigte Mew-Glitch geht. Das glaube ich Ja, nicht. Da das ging ja stimmt. in Feuerrot, ging da schon nicht mehr. Ja, und Enjoy all. Naja, aber dafür war ja Pokémon Gelb und die anderen Editionen dafür zuständig. Was ich aber irgendwie total seltsam finde und immer noch nicht glauben kann, gibt es wirklich die grüne Edition mit Ja. der wirklich richtigen Lavandia-Thema. Ich Was habe schon? bis jetzt immer nur die grüne Edition gespielt, aber halt ohne den Lavandia-Sound irgendwie, also den richtigen Lavandia-Sound, dieser wirklich übertrieben angebetete Lavandia-Sound, der irgendwie voll schlimm sein soll, etc. pp. Ich hänge die ganze Zeit irgendwie 2 bis 3 Trainer hinterm Marcel. Echt jetzt? Ja. Wo bist du? Oh, hallo. Ich sehe dich gerade. Ich sehe dich auch mit deinem Clutexo, das nicht Bei halb mir so kommt cool ist wie einfach kein Shellog. Nido dran. Clutexo ist richtig Boss, ja, also. Bei mir kommt eigentlich einfach keine Battle-Music, das ist voll gay. Bei mir kommt die ganze Battle-Musik. Jetzt muss mal. Glaube ich, jetzt auch wirklich 5-mal wiederholt oder so. Bis zur nächsten Aufnahme fixe sich das, Leute, oder halt nicht, aber das wäre sehr ungeil, wenn ich das nicht gefixt bekäme. Ne, das, wenn ich installiere Pokémon neu. Ja, hau hier gerade schön auf den A-Button drauf, macht Spaß, muss ich schon sagen. Ja, ich auch. Und Instant auf. diese Ruhe hier erst, obwohl ich vielleicht hinterlege ich doch eine Musik. Ja, deswegen sage ich ja vielleicht, was weiß ich. Ein Kamex oder Glitch X City. Kamex beste. Ja, Glitch X City ist aber auch nicht schlecht. Also ich meine, Kamex ist ja erst seit kurzem dabei. Aber an sich jetzt hier Glitch X City haut wirklich schon recht geile Lieder raus. Also Kamex, you are the best Mach Goku mal. Remixer in the fucking world. Wo ich die Tin Tower Theme gehört habe, Halleluja. Also wirklich Respekt.
Die geilste ist das Cynthia Theme von ihr. Das geilste von Kamis ist auf jeden Fall das Deoxys Theme und das Raubkatzen Theme. Naja, also ich finde von Kamix jetzt eher besser, sag schnell, von Cynia. Das Cynia Theme war auch geil. Ja, oder Lugia Theme von Kamix war auch richtig awesome. Ja, das habe ich in einem Sprite Videos verwendet. Ja, das war, okay, jetzt habe ich, was habe ich jetzt erlernt? Rage. Was, ach, Rage war was nochmal? Raserei, glaube ich. Also Crap, auf gut Deutsch. Weißt du denn, wie lange die schon aufnehmen? 10 Minuten. 11. Okay, muss ich das jetzt... Ah, okay, ich muss das mit der Maus wegmachen. Mach ich mal gegen Growl. Ich würde dafür, dass wir diesen Part in normale Länge machen. Was heißt normale Länge? 20 Minuten. 15 bis 20 Minuten. Ja, 20 wäre ich auch für. Oder halt bis zum Mond... Ich würde sagen, jetzt mache ich mal Content abhängig, weil ich würde schon gerne noch gern bis zum Mondberg kommen. Ja, ich bin jetzt gleich beim Mondberg. Es ist aufgefallen, dass die Steine bei Rock, bei Brocks Dingens diese Augen von Regirock bilden. Nee. Das sind 6 Steine, die sind so platziert wie bei Regirocks Augen. Das glaube ich, ist aber keine Anlehnung, weil sonst würden sie an die anderen beiden auch eine Anlehnung machen. Ja. Es gibt keinen Eiserlingerleiter. Auch kein Stahl-Arena-Leiter. Ja, das okay. Ist ja der Punkt. Schade, gibt's hier irgendwo Eier? Ich glaube, das ist der Typ hier hinten. Ey, was ist das jetzt für ein Bug schon wieder? Oh Mann, jetzt ist hier auf einmal so ein roter Fleck im Ding, in der Landschaft. Geil, wir holen uns einen Magic Rip für 500 Poké-Dollar. Das OP-Style aller Pokémon. Ja, ich halt eigentlich... Geil. Ich kann auch ehrlich sagen, ich hatte eigentlich vorher noch 2 Pokémon, also 2 Teammitglieder in dem Part hier zu fangen. Magic Crab Level 5. Magic. Muss ich mal gerade gucken. Bag, Trainer, Pokédex. Crab, Magic Crab, Crab. Wie kann man nochmal sein Menü öffnen für sein Team? Moment mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz gucken, ob man Optionen eigentlich auch Kampfstil umstellen kann. Wie kann man nochmal... Wie kann man nochmal in sein Team gucken? Weiß es jemand? Wie in sein Team gucken? Ja, in sein Team gucken, also was man jetzt so im Pokémon-Team hat. Das ist da rechts bei dir Ding. Nee, ich meine jetzt die Statuswerte etc. Ach so, mit Rechtsklick auf das Pokémon. Okay, Bowl Nature. Ich bin echt schlecht, ich verliere instant gegen Rocco. Ich habe ein kühnes Magic Card. Also wirklich Respekt. Okay, KP und also HP und Angriff 20 bis 31 beides. Respekt. Alex, was machst du da? Mein Kopf gegen die Computer hauen. Alles klar, dann viel Spaß dabei. Ja, eben wollte ich auch gerade sagen. Bist du schon im wir stehen gerade ineinander drin. Ja. Geil. Okay, ich drück mal kurz V und füge dich mal kurz in meine Freundesliste hinzu, weil das habe ich noch nicht getan. Scarablade, add friend. Müsstest du eigentlich, glaube ich, den Match... Naja, mal gucken, ob wir den annehmen. Das bin ich mir noch nicht ganz so entschlossen. Da bin ich mir noch nicht ganz so entschlossen, weil gerade vor allem gut Deutsch. So, jetzt gehen wir erstmal Pokémon fangen. Crising Sprites. Ja, okay, alles klar. Er hat Gedanken gelesen, keine Ahnung. Jeden Fall haben wir ihn jetzt auch. Ja, und dieses Pokémon hier kommt nicht ins Team. Ich weiß gar nicht, kann man da unten Nidoran fangen? Nidoran männlich vom Ich hab's versucht, ich hab irgendwie keins gefunden. Genau, den hatte ich auch vor ins Team zu nehmen. Jetzt nicht. Okay, ein Jigglypuff. Ja, den hatte ich auch grad. Ein Jigglypuff. Jetzt kommt ein Zubat, congrats. Ich will rennen. Und ich möchte gerne einen. Sag schnell. Das ist so ein blödes Lexo. Ich möchte 2 Pokémon fangen. Hey, und wilde Pokémon haben 7 oder wie jetzt? Boah, das regt mich so auf. Das war die Doofi-Doof. Ich glaube, dein Spiel spackt gerade wirklich rum, weil bei mir haben wilde Pokémon und Trainer und allgemein haben bei mir alles eine Musik.
deswegen hinterlege ich auch keine Musik, nur so vielleicht bei dem neuen Projekt oder so, was ich dann, was dann heute wahrscheinlich auch noch hochgeladen wird. Warum kommen da manchmal schlafende Taubsis als wilde Pokémon? Schlafende Taubsis? Ja, geh. Ja. Ich habe auch eins gesehen. Das müsste man sich mal fangen, das ist bestimmt ein besonderes Taubsi. Nein. Ganz bestimmt. Es ist halt Nighttime, da können schlafende Pokémon kommen. Das Spiel ist Nighttime. 14.05 Uhr. Spiel, unten im Spiel ist es 6.21 Uhr. Keine Ahnung, ob das die amerikanische Zeit ist. Wie spät es da jetzt ist, wenn ja, das wäre mal ein bisschen heftig. Dann hätten wir nämlich da jetzt in Amerika 21 Minuten nach 6. Also guten Morgen, falls es in Amerika so spät ist. Good morning. Ja, wir waren jetzt gerade beim Mondberg im Pokémon Center, haben uns erstmal ein dickes Carpado gegönnt, das stärkste aller Pokémon. Jolly ist das stärkste, das weiß jeder. Alter, und diese Pokémon hier, das geht mir so derbe. Ich glaube, ich spiele mal Pokémon Feuergrün. Ich bin Pokémon Omicron, ich bin spiel ich Feuergrün. Mach das. Wenn ich mir. Ich suche jetzt zwei Pokémon. Ist es so schwierig, mir die zu geben? Ist noch keins von beiden gekommen. Und ich habe extra nachgeguckt, dass es diese gibt. Ich guck mal gerade im Pokédex. Kann man... Ich glaub, Leute, irgendwie macht mir Pokémon Mo keinen Spaß. Hä? Irgendwie macht mir Pokémon Mo keinen Spaß. Ja, im nächsten Part haben wir ja so oder so vorgehabt. LOL, ich habe wirklich ein schlafendes Taubsi gefunden. Holy shit. Ach, zu belügen oder was? Nee, aber ich dachte, das schläft wirklich, also dass der Schlafmodus ist, da steht da hinten am Namen steht einfach nur so ein Z für Schlaf oder keine Ahnung. Sleep. Auf jeden Fall haben wir ja vorgehabt, im nächsten Part, also Part 4, dann erstmal das Let's Play Together einzustellen und dann den Mondberg erstmal alleine durchzumachen und dann halt vielleicht ab Azuria City oder so nochmal Let's Play Together zu starten oder so. Denke ich mal eher, weil hätte mehr Sinn. Ja. Ich überlege. Also hier habe ich schon mein erstes Teammitglied, das finde ich sehr schön. Welches denn? Ich habe gerade einen Clefairy gefunden. Nein, ich mache mir ein Ibitak ins Team. Wie viele Minuten nehmen wir jetzt schon auf? Ein Ibitak. Wie viele Minuten nehmen wir jetzt schon auf? 17, gleich 18. Ja, dann abbrechen, also können wir dann aufhören. Ja, jetzt bist du schon im Mondberg? Also ich würde sagen, ich mache das jetzt hier noch kurz zu Ende und dann... Oder level noch ein bisschen. Dann gehe ich noch kurz zum Mondberg, heil meine Pokémon. Dann würde ich sagen, beende ich dann auch den Part. Okay, hier scheint es wirklich keinen Nidoran zu geben oder so. Bist du sicher? Ja, also ich meine, ich habe jetzt noch keins getroffen. Das ist das Bild. Ja, warte mal, ich geh mal kurz in Pokédex gucken. Kannst du, habe ich auch schon nachgeguckt. Wenn du keinen Eintrag hast, das ist auch wie beim richtigen Pokémon. Wenn du halt keinen Eintrag hast, kannst du es auch nicht nachgucken. Das ist das Blöde. Man kann immer den Pokédex je nach Tier sortieren, das finde ich voll lustig. Ja. Yay. Schon wieder ein Clefairy, Mann. Ja, tut mir leid, wenn es halt gerade ein bisschen langweilig zum Zugucken ist, aber... Ja. Ist leider ein bisschen blöd jetzt. Bei mir ist es extrem langweilig, ich trainiere hier nur. Ja, das Problem ist halt, wir suchen halt jetzt unsere Pokémon. Und deswegen suchen wir jetzt die ganze Zeit hier im Gras nach diesen... Ich würde jetzt sagen, wir können auch einen Kampf machen, das wäre halt ein bisschen unfair, aber... Das stimmt, weil... Das ist sogar ein bisschen sehr unfair. Ich will mit niemandem von euch kämpfen, mein Pokémon sind alle gerade mal Level 7. Echt jetzt? Mein Charmeleon, also mein Glutex... Mein Charmeleon ist auf Level 11. Mein Glutex auf Level 11? Ich war auf Level 15 beim Arena-Leiter. Ich auch. Ich bin gleich Level... Warum sind die alle so hoch? Ich bin gleich Level 21 mit meinem Glutex so. Okay, das ist so krass, bin ich da doch nicht drauf, aber... Welches Level ist denn dein... Misty, wirst du schon Glurak sein. Welches Level ist denn dein Shilock? Level 19 bin ich jetzt.
Okay, dann zwei Level Unterschied. Oh, Mankey! Oh, 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 oh. Ja, also ich fürchte leider, es gibt hier kein Nidoran männlich. Weil ich bin auch auf der Suche nach dem. Ja, komm mal zurück in das andere Gebiet, da, also Richtung Mondberg. Da habe ich gerade Mankey und so getroffen. Vielleicht gibt es dann hier irgendwo einen Nidoran. Oder es gab am Anfangsgebiet in Britannien. Ja, hinter Mamodia City, ich such da gerade. Das ist ein Habitat. Aber Mankey hatte ich auch in dem Gras gefunden. Ich gehe wirklich mal einen zurück. Ja. Oh, okay. Da habe ich noch einen Trainer übersehen. Congrats, es kommt wieder keine Ingame-Musik. Kann es sein, dass die nur die Vogel-Pokémon irgendwie schlafen? Ja, das scheint mir so. Weil das Habitat vorher hat auch geratzt, ja, als ich es gefunden habe. Ja, Zubat und so pennen einfach nicht und Mankey auch nicht und so, aber Taubsi. Jeder weiß, dass Zubat ein Vogel ist. Zubat ist kein Vogel. Zubat ist ein Adler. Genau, Zubat ist vielleicht eine Fledermaus, du. Junge, du verstehst keinen Sarkasmus. Achso, genau. Ja, das war ein guter Sarkasmus, ich gratuliere. Respekt, also ich meine, Zubat ist ein Vogel, nein, Zubat ist ein Adler, nee, Zubat ist eine Fledermaus, du verstehst echt keinen Sarkasmus, Alter. Oh Mann, ey. So, Level 21er Charmeleon. Scary Face, oh scheiße. Ich würde sagen, das deleten wir mal schnell. Ich gehe mal ganz kurz auf woanders noch nach einem Pokémon suchen. Warte mal, wo werden wir hier denn? Das ist Route 3, ich habe geguckt auf Route 3. Hier hab ich. Das ist wirklich selbst für mich gerade langweilig hier. Also Pokémon Feuerrot gab es auf Route 3, gab es auf jeden Fall Nidoran. Ich habe das nachgeguckt. Ich habe das nachgeguckt gehabt. Auf Route 3, also hier oder wie? Ja, ich hatte es nachgeguckt. Er fragt sich wo. Leute, wir sind Zwillinge. Guckt euch den neben mir an, die sind Zwillinge, wir haben nur andere Haarfarben. Ja, okay, ich denke mal, ich teleportiere mich jetzt zu dir, Alex, irgendwie. Ich will teleportieren? Ja, ich meine, ne, also ich habe so telekinetische Kräfte. Ja, ganz das bestimmt. Nicht. Und dann kann ich mich per, so, weißt du, wie so ein Super Saiyajin, kann ich mich dann teleportieren. Du hast gesagt, du bist nicht mehr so ein Dragon Ball. Nee, bin ich auch nicht. Er sagt, Naruto könnte Son Goku besiegen. Ja, ist auch so. Das war die Battle of Gods von Goku. Also, ich will nichts sagen, aber... Ich will nichts sagen, Rekudo Sennin Naruto ist natürlich eine harte Nuss, ne, also... Jep, der zerstört definitiv einen Gott. Ja, wenn der gegen diesen einen... Wie heißt diese Katze nochmal? Gegen den... Goku. Also, Beerus. Ja, wenn er gegen den schon verliert, also ich meine... Das ist dann wirklich, Whis würde ihn wenigstens zerstören, oder Whis halt. Ja, also ich würde sagen, wir beenden den Part an der Stelle, weil ich habe jetzt auch keine Lust mehr zu suchen. Ich gucke das nochmal nach, ob ich da irgendwie was übersehen habe, aber ich denke eher weniger. Ja, ich würde auch sagen, damit beenden wir diesen Part hier. Es tut mir leid, dass es heute vielleicht ein bisschen langweilig für euch geworden ist, aber ja, wir wollten halt unser Nidoran finden, weil im Mondberg... Wie ihr alle wisst, kommt ja der berüchtigte Mondstein und wenn wir dann ein Nidorino hätten, hätten wir das in Nidoking entwickeln können. Ich werde mich aber nochmal wahrscheinlich genauer erkunden, wo man ein Nidoran fangen kann und werde es dann vielleicht offscreen oder so machen. Und im nächsten Part wird es dann leider kein Let's Play Together mehr sein, also erstmal. Naja, mal gucken. Gehen. Ja, aber ich denke mal, der Mondberg ist jetzt nicht so... interessant im Let's Play Together, aber können wir ja nochmal gucken. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, haut's rein. Das war's von meiner Seite aus. Die anderen zwei begrüßen, genau. Verabschieden sich. Wir begrüßen das Ende. Verabschieden sich am besten auch nochmal und ich würde sagen, haut's rein, Leute. Das war euer X-Blue Wolf und bis zum nächsten Part. Ja, ich hoffe, bei mir sind die Bugs nächstes Mal nicht ganz so groß. Also auch haut rein und so. Tschüss.